We are the Black Arms. We are here to take rule of this planet. Any attempts to resist are futile and will result in death. You humans are so pathetic. Damn you. As of today, this planet is mine. You're crazy. We will not. Now, we will begin to exterminate all of the world's leaders who resist. What? Annihilation for this planet is near. It is time to embrace the dawn of your demise and despair. Sir, are you all right? Never mind me. What about the people of Central City? No need to worry, sir. Orders were issued yesterday, and everyone has been evacuated to the safe zone. Very good, Commander. Now what's going on? Commander! The invaders! Estimated over 1,000 black aliens inbound. They've penetrated our outer perimeter. What? According to reports, Shadow's also been sighted with the black aliens. Shadow? I don't believe it. So he's finally decided to show himself. Attention all command units! Mobilize all mech battle sections! Prepare all weapons to strike incoming vessels! Mobilize Diablon! But sir, it's not ready yet! I don't care! We have no other option! We must protect the President and the Chaos Emeralds at all costs! Yes, sir! Shadow, damn you! It's been 50 years. Justice will finally be served! Shadow, I'm counting on you! I know, Professor. The ultimate life form born to ensure peace and justice amongst all of mankind. Now, I know what I have to do. Boah, 3 Minuten allein von den Zwischensequenzen. Willkommen zurück zu Shadow the Hedgehog. Heute mit dem wirklichen Finale der Dark Story in Gun Fortress. Wir waren ja hier schon mal vor, wie viele Parts waren das? Meine Güte, das ist schon ein Weilchen her. Tja, wir waren hier in Gun Fortress ja schon mal. Allerdings, ja, haben wir hier, hey du, da gib mir mal deine Waffe. Ja, haben hier aber letztes Mal, als wir hier waren, aus Versehen die Hero-Story gemacht. Also die, nicht Hero-Story, das Hero-Ending. Und jetzt wird es Zeit für das richtige Dark-Ending. Habt ihr gerade gemerkt, wie viele Zwischensequenzen da waren? Meine Güte, mir wird jetzt erst eigentlich klar, der Kommandant da, der ist 50 Jahre alt, habe ich das richtig verstanden? Ich meine, er war ja schon damals dabei, als vor 50 Jahren das da auf der Ark passiert ist. Also der ist 50 Jahre alt? Na gut, er hat weiße Haare, aber so alt hätte ich den ehrlich gesagt nicht eingeschätzt. Jetzt. Na gut, bei den grauen Haaren. Naja, Basic Andreas hat auch graue Haare, aber das ist eine andere Angelegenheit. Okidoki, gut. Gun Fortress. Ich habe mittlerweile nachgeschaut und herausgefunden, wie wir hier die Dark Mission schaffen.
Moment, den baller ich lieber ab. Wozu verwende ich eigentlich immer Homing Attacks? Ich habe doch eine beste Waffe. Tja, okidoki, das Ende der Dark Mission ist ja eigentlich richtig episch, muss man sagen. Moment. Also im letzten Part haben wir ja schon... Moment. Oh, da hat sich einer versucht, hinten ranzuschleichen. Hey, weg mit dir, du Riesenroboter. Okay, gut, ich habe mittlerweile nachgeschaut, wie man hier die Dark Mission machen kann. Ja, das ist gar nicht mal so schwer. Was war denn da gerade los? War das ein Grafikfehler? Naja, tja, okay, tja. Aber das Dark Ende ist eigentlich richtig episch, muss man sagen. Also ihr habt ja gemerkt, wo das weiße Haus mit der Eclipse kennen. Aber eins wird mich immer noch. Black Doom hat ja gesagt, genau hier ist jetzt das mit den... Das, wo ich nicht ganz kapiert habe, was man da, also letztes Mal, also hier, wann habe ich ja nicht ganz kapiert, was genau wir ausschalten müssen. Ich glaube, hier gibt es noch keins von denen, oder? Die sieht man dann nämlich. Okay, gut. Da oben drüber, letztes Mal habe ich hier ja Rouge geholfen, wer das noch weiß. Hm? Aber wir wollen ja Black Doom helfen und die Herrschaft des Planeten übernehmen. Das hat irgendwie immer noch was von Independence Day, habt ihr ja gerade gemerkt. Oh, ich wollte ja gar nicht entlang grinden. Also das hat schon sehr was von Independence Day, dass das UFO da, nicht das UFO. Ihr wisst schon, was in meiner Weltraumstation ARC, dass die Weltraumstation ARC da so, so, die so niederschießen. Was soll ich sagen, dass, die ARC jetzt so, dass, das Weiße Haus zerstört hat, das ist schon sehr Independence Day-like, muss man schon sagen. Kennt ihr den Film Independence Day? Sehr empfehlenswert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke mir, jetzt ist das hier offen. Okidoki. 100%, ich kann mich an den Level nicht mehr erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, aber ich weiß jetzt, was genau diese Dinger sind, die wir ausschalten müssen. Das ist auch eine halbe Wissenschaft. Okay, hier geht's weiter. Gut, und was mich immer noch wundert, Black Doom hat ja, ich habe jetzt übrigens zwei Level neu gespielt, und zwar den Level mit der, na gut, zwei Level nicht, was weiß ich für ein Schwachsinn. Einen Level habe ich neu gespielt. Im letzten Part waren wir ja in Central City und haben da Bomben gelegt, wer das noch weiß. Also diesmal werden wir Black Doom nicht verraten, sondern ihm wirklich helfen. Und die ganze Welt vernichten. Hey, du da, weg mit dir. Okay, wir müssen nämlich, oh je. Yeah. Damit wäre es einfacher gewesen. Seht ihr dieses blaue Teil da oben? Das ist genau das, was wir erledigen müssen. Okay. Moment. Ah. Ich muss irgendwie nach oben zielen. Ich glaube, mit diesen Waffen geht das gut. Nein. Oh ja, hoch. Wow, hört ihr? Ich habe jetzt so stark auf den Knopf gehämmert, dass... Moment. Das gerade der. Jetzt habe ich aus Versehen meine Waffe. Ich wollte das nochmal demonstrieren. Gerade eben hat nämlich der ganze Tisch, auf dem ich hier aufnehme, vibriert, weil ich einfach so fest auf den Knopf gehämmert habe. Da hat richtig meine Wasserflasche vibriert, falls ihr das gerade gehört habt. Entschuldige, Moment. Jetzt hämmer ich aber gleich auf den Knopf und jetzt kriege ich es nicht hin. Wieso hat denn gerade der Tisch dann so vibriert? Naja, egal. Entschuldige. Also. Die Eclipse kennen, die hat die, also ich habe gerade den einen Level, wo wir diese Verteidigungssysteme ausschalten müssen auf der ARC, noch einmal gespielt, denn ja, den haben wir ja schon gesehen. Also den letzten Level, wo wir die Bomben in Central City gelegt haben, im letzten Part, den haben wir ja noch nicht gesehen, aber den anderen Level schon, da haben wir gedacht, nee, den nochmal zu zeigen hat keinen Sinn. Ja, und darum legen wir gleich den Part hier los, beim vollkommenen Dark Ende, wo wir die Planeten übernehmen werden und die Menschen ausrotten werden. Aber nicht so, dass die Black Arms auch mit ausgerottet werden. Erinnert ihr euch, wenn wir hier die Hero Mission machen, verrät ja Shadow Black Doom und werden alles vernichten. Also Menschen, Black Arms, Sonic, Eggman, allesamt. Wer das noch weiß, das war auch ziemlich episch. Hm? Ich hätte gern deine Waffe, mein Freund. Die ist nämlich gar nicht mal so schlecht. So. Gut, entschuldige übrigens, dass es gerade echt so der Tisch vibriert hat. Naja. Jetzt sagt übrigens auch entschuldige, muss man mich für erstaunlich viel in letzter Zeit entschuldigen.
Im letzten Part war ich ein bisschen außer Rand und Band. Das habe ich ja schon öfters erwähnt, das ist immer so, wenn ich eine Aufnahme neu aufnehmen muss. So, weiter geht's. Also im letzten Part diese eine Mission da mit den Bomben, die ist, wie soll man sagen, ja, da gibt's keine wirkliche, entweder hilft man Knuckles, diese normalen Bomben da aufzusaugen, oder Blake Doom, diese großen Bomben aufzusaugen. Also das ist eine, würde ich fast sogar sagen, der schwerste und stressigste Level im gesamten Spiel, weil man da halt kein wirkliches Ziel hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Moment mal. Moment mal. Wo geht's dann hier unten weiter? Oh, ich hasse diese Kameraansicht so. Hier gab's zwei Wege, das weiß ich nicht mehr. Wow! Und wozu waren dann diese komischen... Ah! Eines von diesen... Wie heißen die eigentlich so? Black Doom, ich schließe mich... Zentrum der Basis, da haben wir eins. Oh. Das fällt mir immer ein bisschen schwer. Ich wollte gerade angeben, so auf 6 Uhr und so. Auf wie viel Uhr ist denn das? Auf 2 Uhr, würde ich sagen. Moment mal. Ah, da brauchen wir dieses Teil hier. Da merkt's jetzt, wo ich immer drauf ballere auf den... Oh, oh, aufpassen. Moment mal. Das Teil brauche ich. Oh, oh. Wieso vibriert immer hier in diesen Bereichen der Tisch? Ja, ich komm ran. Hervorragend. Aber immer, wenn ich hier in diesen Stellen so fest drauf hämmere, weil, ja, da bringe ich halt mit mehr Emotionen rüber, weil ist ja hier auch wichtig, das war ja gerade eben. Und hab das gemerkt, da hat jetzt schon wieder der Tisch vibriert. Für den Fall, dass man das überhaupt in der Aufnahme hört, ich meine, das kann ich ja auch nicht wissen. Okay, dann nehme ich doch die Waffe hier mit. Soll ich dafür sagen, dass der Tisch nicht so viel vibriert? Ich meine, das hört man schon in der Aufnahme. Die Waffe ist eigentlich nicht gut, um diese Basen zu zerstören, aber so, weg mit dir, mein Freund. Aber ich nehme trotzdem viel Munition mit. Kann ja nicht schaden. Und ihr auch. Okay, hier ist das mit den Schlüsseln. Und ja. Der Level im letzten Part, der war echt ein bisschen stressig, wie man sagt. Ich habe ja den letzten Part vollkommen neu aufgenommen und immer wenn ich das mache, dann bin ich ein bisschen gestresst. So, hier haben wir ein extra Leben und habe ich das richtig verstanden? Da sind gerade die Wände aufeinander zugekommen. Okay, eins fehlt noch, Moment mal. Oh. Hier war das ja so, wo wir hier ausweichen mussten. Da habe ich ja letztes Mal nicht ganz kapiert, wie das hier gehen soll, wer das noch weiß. Okay. Ey, das wollte ich haben. Was da auch immer drin war, ich wollte es haben. Okay, aber das Finale hier ist richtig episch mit dem General und so. Hat schon was von Independence Day mit dem Präsidenten und so. Ja, nur halt, dass es diesmal Black Arms sind und Shadow dabei ist und Sonic und Rouge und so weiter und so fort. Aber Independence Day, ein sehr schöner Film, muss man sagen. Und der, wir kommen zuvor, bei dem Spiel haben sie sich echt was davon von dem Film abgeschaut. So... Grinden wir mal entlang. Wow, wir haben 88 Munition. So viel hatten wir, glaube ich, noch nie im Let's Play, oder? Na gut, möchte ich nicht urteilen. Ich meine, das Let's Play ist ja nicht zu Ende. Habe ich noch gar nicht in dem Part erwähnt. Das hier ist das letzte Ending. Also dann haben wir alle 10 durch und können zum True Ending. Ja, wirklich. Wir haben in den letzten Part, ja, wie man sagt, im letzten Part wollte ich noch kurz diesen einen Level davon zeigen für euch, den wir ja bislang noch nicht hatten. Das wollte ich unbedingt mal zeigen. In dieser Level. Auch wenn das ehrlich gesagt sogar einer der schlechtesten Level ist, obwohl ich ihn eigentlich gar nicht so schlecht hingekriegt habe mit den Bomben und so. Aber ich finde halt, der ist blind unmöglich. Da muss man genau die Route kennen, auf der die Bomben liegen. Und das ist manchmal nicht ganz einfach. So, ich nehme diese Waffe, denn mit der können wir das Verteidigungssystem leichter. Was das auch immer für ein Ding ist, Zentrum der Basis, was auch immer. Mit der Waffe geht das einfacher als mit der, wo ich gerade so viel Munition hatte. Wo wir gerade davon reden. Und ja, nein, das ist zu weit weg. Das ist zu weit weg. Komm. Von dir aus, mein Freund. Ja! Jetzt vibriert auf der Tisch nicht mehr. Oh oh. Oh oh. Nicht geschafft. Well done, Shadow. Na, jetzt haben wir es aber geschafft. Sag mal, der Sieg ist endgültig sicher. Das hat Black Doom doch gerade nicht gesagt. Sondern stand nur da. At last, the human resistance has been crushed.
Aber woher soll man auch wissen, dass man da oben hinballern soll, frage ich mich. Das haben wir letztes Mal, als wir hier waren, überhaupt nicht gewusst. Rang C? Ach komm, Rang B hätte das schon geben können. Aber die Ränge sind mir ja in dem Let's Play ziemlich egal. So, Finalboss dieser Dark Story, der wirklichen Dark Story. Und ich bin sicher, es ist ja wohl kein Wunder, wer das ist. Es sind nämlich zwei Artgenossen. Der General hat es ja gerade eben schon einmal erwähnt. Diablon. Get out of my way. Shadow, I can't let you go. Not like this. You, you're the one who destroyed the Ark and killed everyone on it. It's time to settle this once and for all. All right. I know what I have to do. I was born to bring order to the humans. These humans, they don't value life. They're going to pay. Pay with their lives for what they've done. You? Sonic, if you try to stop me, I'll destroy you too. Oha! This is for my family and for Maria. Aber mir fällt gerade bei dieser Zwischensequenz nicht gerade viel ein Unterschied auf zum Pseudo-Dark-Ende. Da war ja praktisch auch. Okay, Sonic und Diablon, aber die beiden gibt es wirklich nur dreimal im Spiel, ist das aufgefallen, das Finalboss, während es Eggdealer und Black Doom wesentlich häufiger gibt. Okay, ich würde gern irgendwoher eine Waffe haben. Hier mal eine Waffe, hervorragend. Okay, irgendwas wollte ich sagen, nämlich die Eclipse Cannon, die er da gefeuert hat. Moment. Mit Hilfe des blauen Igels, wie Black Doom letztes Mal so schön gesagt hat, können wir den Roboter verletzen. Okay. Aber diesmal hat er im Gegensatz zum letzten Mal, wo wir gegen die beiden gekämpft haben, nicht so einen Hass auf Sonic, also wer das noch weiß. Da hat er ja gesagt, ich gehe auf die Seite, die strikt gegen dich ist, Sonic. Wer das noch weiß, aber das ist ja eine andere Angelegenheit. Ich habe übrigens den Boss, Blue Falcon Boss, den habe ich gerade nochmal besiegt. Aber wie gesagt, da wir das ja schon mal im Let's Play hatten, sah ich keinen Grund, das nochmal zu machen. So, ein bisschen schwierig ist das hier schon. Moment, hier war doch gerade eine Kiste mit einer Waffe, oder? Dann habe ich mir das wohl eingebildet. Wo ist Sonic hin? Hey, die brauche ich doch, mein Freund. Ja, immer wenn er dann diese Attacke da aufladet, können wir ihn richtig schön verletzen. Jetzt nicht mehr. Die Eclipse Cannon. Irgendwas wollte ich zu dir noch gerade sagen. Was war denn das? Ich wundere mich immer noch. Black Doom hat ja gesagt, die Eclipse Cannon kann Sterne durchbohren. Also warum kannst du dann gerade mal das Weiße Haus und so zerstören? Naja, das ist ein bisschen kurios. Egal. Sonic und Diablon, das letzte Mal. Das ist wirklich das letzte Mal, dass wir... Also das ist wirklich, glaube ich, schon der vorletzte Part. Im nächsten Part gibt es dann das große Finale. Im richtigen Ende. Ja, jetzt ist er hier am Boden, der Diablon. Jetzt können wir ihn besser angreifen. Mann, es geht aber ein bisschen langsam voran. Aber viele sagen auch, dass er ist der härteste der drei verschiedenen Finalbosse. Jetzt hat schon wieder die Wasserflasche da vibriert. Oh Mann, ich hätte die vom Tisch stellen sollen während der Aufnahme. Eine Waffe wär wunderbar. Naja, aber das Dark-Finale, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das imposanteste und epischste. Also ihr habt ja gerade gemerkt, wieder die Menschenmassen mit den Bomben im letzten Part. Also das mit den Bomben habe ich ja lange Zeit gar nicht gewusst, weil wir den Level ja nicht erreicht haben. Aber das ist wirklich ein sehr... Sonic, mein Freund, du hast mehr drauf, als nur auszusehen wie ich. Das Zitat hat er ja mal in Sonic Adventure 2 gesagt. Und ich brauche Ringe. Ringe, wo gibt's Ringe? Oh, weh, wenn mich Sonic jetzt erledigt. Ringe! Hervorragend, und da hinten gab's Waffen. Das schaffen wir, komm! Ja, Teufel. Okay, aber das ist diesmal ein, wie soll man sagen? Das ähnelt dem Ende der Pseudo-Dark-Story viel zu sehr, meiner Meinung nach, also die Zwischensequenz gerade eben. Da haben sie jetzt fast dieselben Texte aufgesagt, wie in der anderen. In der Pseudo-Dark. Oh, ich muss mir diese Schüsse gut einteilen, wie sie einfach alle nur dastehen.
Okay, aber das war, glaube ich, die letzte Waffe, die ich zur Verfügung habe in diesem Kampf. Wow, schnell wieder an Land. Oder was ist da drauf? Wow, okay, Diablon ist also... Dieses Mal kommt er mir stärker vor als bei den letzten beiden Malen. Wow, 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 aber es ist wirklich schon der vorletzte Part. Im nächsten Part gibt es das große Finale. Und danach höchstwahrscheinlich Sonic Heroes. Das starte ich dann als nächstes. Da ist Shadow auch ein bisschen freundlicher als hier. Oh, da hätte ich ihn verletzen können. Schon wieder hat die Wasserflasche vibriert, aber ich glaube, das hört ihr nicht mal, oder? Oder hört ihr da immer was? Aber ich finde das Finale der Pseudo-Dark-Story wirklich sehr episch, muss man sagen. Nicht der Pseudo-Dark-Story, der vollkommenen Dark-Story. Ist eigentlich wirklich das epischste Ende. So auf Independence Day-Style. Und mit den Bomben und so und der Arc. Viel besser als die Pseudo-Dark-Story ist ganz klar die schlechteste. Und die Hero-Story ist die... Na gut, wollt ihr jetzt auch nicht urteilen. So, also, überlegen wir mal. Die Pseudo-Hero-Story war eigentlich auch sehr gut. Die Hero-Story wäre auch sehr gut. Ach so, wenn der GameCube-Controller vibriert, dann ist das... Moment. Ach so, selbst mit Schutzschild kann ich mit dieser Attacke... Ich habe schon gedacht, ich hätte ihm damit keinen Schaden gemacht mit dem Chaos Blast. Okay, immer wenn der GameCube-Controller vibriert, dann vibriert auch die Wasserflasche. Das ergibt Sinn. Okay. Gut. Also, aber das die Pseudo-Hero-Story, die war eigentlich eine der besten, die komplette Hero-Story war eigentlich gar nicht mal so der Burner, muss man sagen, mit Maria und so. Na gut, das Finale der Hero-Story war sehr cool, aber ich würde fast sagen, von der Epischkeit her ist die Dark-Story, obwohl die Dark-Story hat dann aber auch nicht wieder so tolle Level wie die Pseudo-Hero-Story. Ist schwer zu sagen, welche Story die beste Story in dem Spiel ist. Oh, gibt es noch irgendwo Ringe oder eine Waffe? Ich brauche was. Okidoki, tja, aber ja, entschuldige den Lastwagen draußen, ich habe ihn eh versucht zu übertönen. Also, aber das Ende hier, die Dark Story, die ist schon sehr episch, muss man sagen. Mit der Eclipse kennen und so. Also Shadow, die Eclipse kennen. Die wollten sie ja schon in Sonic Adventure 2 Battle laden, wer das noch weiß. Allerdings, was war denn da nochmal? Da ging es ja nicht richtig. Ich habe die Erinnerung an Sonic Adventure 2 Battle irgendwie verdrängt, weil ich es einfach nicht so gut fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Knuckles-Abschnitte und so. Und generell die Grafik, oh Gott, die Grafik, die war furchtbar in Sonic Adventure 2 Battle. Da merkt man, dass das noch für Sega Dreamcast gemacht wurde. Das hier ist ja für GameCube, Xbox, PlayStation 2 Verhältnisse auch gar nicht mal so gut, das hier. Also das hier, Shadow the Hedgehog. Aber es ist viel besser als der Vorgänger. Also Vorgänger ist ja Sonic Heroes. Und Sonic Heroes ist lustigerweise grafisch besser als das hier. Warum auch immer, warum sie bei dem Spiel ja irgendwie... Ich meine, ihr habt ja gerade gesehen, die Zwischensequenz da, wo die Eclipse Cannon abgefeuert hat. Die war ja mal wieder eine von diesen Zwischensequenzen, die richtig gut aussahen. Meine Güte, der Bosskampf gegen Diablon hier, der kann sich rauszögern. Wir machen ja Sonic, das Beste ist ja, wir machen Sonic nie Schaden. Warum er dann am Ende immer so besiegt am Boden liegt? Naja, egal. Aber es ist schon ein bisschen, muss man sagen, bei dieser letzten Mission da gerade, in Gun Fortress, war es schon ein bisschen... Oh, ich habe schon gedacht, der hätte mich jetzt erledigt. Das wäre jetzt was gewesen. Also diese eine Mission in Gun Fortress da gerade, das war ja schon ein bisschen unfair, muss man sagen. Ich meine, man würde nie vermuten, dass das Teil... Na gut, man könnte es ausdenken. Also man könnte denken, ja, das Ding sieht ein bisschen ähnlich aus, aber ich persönlich habe da keinen wirklich, habe nicht wirklich gewusst, was ich da... Also letztes Mal, als wir hier waren, da wollte ich ja eigentlich schon Sonic und Diablon bekämpfen. Letztendlich tauchen die beiden nur als Boss in den letzten Parts auf. So, gleich habe ich dich, mein Freund. So, und... Oh, oh. Wehe, wenn du mich jetzt besiegst. Er hat aber auch eine ewig lange Energieleiste, aber... Na gut, vielleicht hat er keine ewig lange Energieleiste, aber viel Verteidigung, das ist das bessere Wort. So! Ah! Nicht schlecht, General. Habt ihr es gemerkt? Jetzt hat wieder der GameCube-Controller vibriert und der ganze Tisch auch. Was mache ich denn mit der Flasche? Na gut, der Part ist schon zu Ende praktisch. So, na bitte! Whoa. Mere humans cannot stop me.
Und Sonic ist kein Mensch? Aber ich meine, und Sonic ist ein Mensch? Wow, okay, der hat jetzt eher länger gebraucht, aber Diablon ist halt, muss man schon sagen, wirklich der härteste der drei Finalbosse. Obwohl Black Doom auch nicht so ohne ist. Naja, egal. Ich habe viel zu viel darüber diskutiert, welches das Schwerste und das Beste ist. Naja, egal. Also. Finally, I've got all the Chaos Emeralds. Shadow, what are you gonna do with them? I'm Shadow, the Hedgehog. I was created to bring order and justice to the humans. With the power of these emeralds, I'm going to destroy this damn planet. This is who I am! Das sind ja rosige Voraussichten. Shadow will ernsthaft... Da ist schon wieder dieser schreckliche Hintergrundsong, den ich aber mal wieder... Warum auch immer, habe ich die Kopfhörer wahrscheinlich zu leise eingestellt, aber ich kann den, wie gesagt, nicht hören. Okay, das wollte ich eigentlich vorher noch fragen bei der Eclipse kennen. Also klar, es hieß ja, die kann Sterne durchbohren und ja... Dann kann sie nur das Weiße Haus zerstören. Vielleicht lag das aber daran, dass es wie in Sonic Adventure 2 Battle, jetzt wird mir das eigentlich erst klar, ich meine, sie hatten ja gerade eben vor diesem Level nur 5 Chaos Emeralds, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Also den letzten Chaos Emerald, den hat er ja gerade von Sonic und Diablon bekommen. Und verstehe, mit dem kann er jetzt praktisch sehen, genau, die letzte Story ist freigeschaltet. Mit diesem letzten Chaos Emerald kann er jetzt praktisch den ganzen Planeten zerstören. Habe ich das so verstanden? Den letzten hat er ja erst bekommen. In Sonic Adventure 2 Battle war es ja auch so, dass sie damit nur den Mond zerstören konnten, weil sie ja nicht alle Chaos Emeralds hatten. Da verweise ich einfach mal auf mein Let's Play zu Sonic Adventure 2 Battle. Und Tatsache, die letzte Story ist freigeschaltet. Dann ist es wohl klar, der nächste Part ist der letzte Part. Ich bin tierisch gespannt auf das Finale mit Super Shadow. Okay, aber das Finale gerade eben war eigentlich auch sehr episch, muss man sagen, mit der Eclipse kennen und so. Das habe ich letztes Mal, weil ich da mich so auf die blöde Mission fixiert habe, gar nicht richtig mitbekommen, wie episch die eigentlich war. Naja, okay, aber im nächsten Part wird es noch epischer mit der letzten Story. Seid gespannt.